Moin Leute und willkommen, da sind wir im Museum und bei Batman Arkham City und in Teil 11. Also so viele Sachen, die wir am Anfang klären müssen. Und wir haben in der letzten Folge zwei Leute aus Riddlers Klauen befreit und machen uns jetzt auf den Weg, um den nächsten zu befreien, nämlich... What the fuck? Was geht mit dir ab? So, nämlich den guten, den guten Mr. Freeze, der nämlich immer noch in den Fängen vom Pinguin hier im Museum rumgammelt. So, und dazu machen wir uns mal hier nach oben. Hallo Jungs. Haben wir was gefragt? Pinguin weiß nicht. Und dann machen wir den mal rund. Batman, es ist Bats! Dich wird man in Arkham City beerdigt! Oh, ja, danke. So. Na, wer bist du? Sie sind in Sicherheit, vorerst. Gott sei Dank. Vielleicht sollten Sie mir erst danken, wenn Sie meine Frage beantwortet haben. Du bist ein Bulle. Wer sind Sie? Sorry, Mann. Ich bin Bulle. Gordon hat uns geschickt. Ich gehöre zum 13. Bezirk, zum Einsatzkommando. Bin von Anfang an hier gewesen. Wenn Gordon Sie geschickt hat, kennen Sie den Code? Ja, ja. Er sagte... Oh Mann, wie war der? Der Code. Sofort. Sarah. Wir sollten Ihnen sagen, der Code sei Sarah. Sie sind in Sicherheit, Officer. Jones, Batman. Elvis Jones. Gordon sagte, dass er mit dem Gedanken spielen würde. Sonst hätte es jetzt auf den Deckel gegeben. Er wollte wissen, was hier vor sich geht. Schätze, jetzt wissen wir es. Wir waren zu zehnt. Hoffentlich sind wir es immer noch. Ich sagte Gordon, dass es zu gefährlich sei, sie reinzuschicken. Warten Sie. Wenn der Rest Ihrer Gruppe lebt, finde ich sie. Sehr schön. Na dann. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, okay. Ah, alles klar. Hier sind die ganzen Jungs untergebracht. Oh Gott, das Museum wird ja ein Riesenteil-Ding. Ein Riesenteil sein. Jim Gordon. Den kennen wir auch schon. Polizeichef. Yep. Ein Förmchen hat mir verraten, dass Bruce Wayne schon bald zu meiner Sammlung gehört. Wenn ich diesen verdorbenen reichen Jungen in die Finger bekomme. Okay. So, was haben wir hier? Nix. Hier, ah, nix. Da oben haben wir ein Gitter. Das werden wir uns gleich mal noch. Oh, hier war doch was. Hä? Ah, die Scarface-Puppe. Na, das kennen wir auch schon. Da müssen wir, glaube ich, jetzt erstmal nicht uns das nicht weiter anschauen. Jetzt schauen wir mal, was es hier noch gibt. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo was rumzuliegen. Hier nicht. Guck mal, da haben wir noch einen Pinguin. Genau, hier müssen wir auch die Pinguine abknallen. Beziehungsweise, was heißt abknallen, aber zumindest ausnocken. Alles klar. Hier haben wir noch ein Rätsel hinten. Gut, also ziehen wir mal. Gucken wir mal, was wir hier hinten haben. Vielleicht kommen wir da schon ran. Mal schauen. Lass mich mal überraschen. Okay. Ja. Gute Frage, nächste Frage. So, machen wir erstmal die Pinguine kaputt. Gut, da komme ich erstmal nicht ran an diese Geschütze. Da muss ich mal schauen, wie ich das am besten erledige. Gut, gehen wir erstmal weiter. Gucken wir uns hier erstmal um, aber hier komme ich vielleicht ran, oder? Ah doch. Ich weiß wie.
nicht. Irgendwo hier gibt's was zum Steuern. Wo könnte das denn sein? So, irgendwo da muss doch was sein. Warte mal. Gucken wir mal. Hier? Nee. Hier. Gibt's hier irgendwas? Irgendeine Möglichkeit? Ja, hier, Hacking-Gerät. Aber da komme ich auch erst ran, wenn ich das Ding ausgebaut habe. Und da haben wir wieder einen Pinguin gehabt. Gut, also muss ich es erst ausbauen. Nächste, auf jeden Fall die Verstärkung. So, new recruits this way. Oh, 21. Holla die Waldfee, das wird schön. So, was haben wir hier? Einmal hochmachen, bitte. Jawohl. Ein ferngesteuerter Batarang trifft Schalter, die sich außer Reichweite befinden. Schmeißen wir mal, ne? Ui. Auch nicht schlecht. Wollen wir die Augen offen halten nach diesen blöden Pinguin-Statuen? Ich habe nämlich keinen Bock. Ach, guck mal, hier haben wir noch ein Wiederbrezel. Garantiert. Cobblepots Fehde. 3 von 4. Ein hässliches Kind. So. Oh. Hallo, meine Herren. Hilf mir! Oh! Na, guten Tag. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Warum? Zeig ihm, wen wir hier haben. Und Batman? Suchst du die Bullen? Den Eismann? Oder mich? Alles zusammen. Ich bin nur wegen Freeze und den Geiseln gekommen. Aber jetzt werde ich mich auch um dich kümmern. Oh, du jagst uns vielleicht Angst ein. Dir wird dein Lachen gleich vergehen. Ach was, echt? Hört zu, man könnte mich einen Sammler nennen. Ich liebe es, das zu besitzen, was andere begehren. Na schön. Und was ich nicht habe, das hole ich. Okay, es ist so. Ich habe da hinten einen Schaukasten mit deinem Namen drauf, der nur gefüllt werden müsste. Und wie es das Schicksal so will, stehst du gerade genau da, wo ich dich haben wollte. Also, was sagst du? Wirst du jetzt ein braver Junge sein und die Fallen ergeben? Ich glaube, du wirst hier niemandem mehr Befehle erteilen. Nicht. Cobblepot. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Sieh dich um. Dieser Haufen von Psychopathen bettelt nur darum, sich mir anschließen zu dürfen. Na dann. Aber bedauerlicherweise nehme ich nur die Allerbesten. Und heute wird der Beste derjenige sein, der dich tötet. Kommt raus, Jungs! Komm. Zeit für die Aufnahmeprüfung! Juhu! Jetzt geht zerschneidet die Post ihn, ab! Ihn. Verdammte Axt. Keine Mühe. Es ist einfach. Ist
Das war ja schwer. So, waren das alle? Das hättest du nicht tun sollen, Batman. Du zwingst dich dazu, die großen Kaliber auszufahren. Oh nee. Oh, er freut sich offenbar nicht, dich zu sehen, Batman. Viel Glück. Oh nee, schon wieder so einer. Ich dachte, die Sache ist durch. Doch nicht so, ne? Dann komm mal her. Oh, was? Gut. Na, wie geil! So, lenk mal hin jetzt. Danke. Und noch der. So, Mr. Koppelpot, war das schon alles oder was? So, da haben wir jetzt unseren Löffel ab und nehmen die Distanzerweiterung. Okay, so. Wir haben auf jeden Fall was. Das weiß ich noch, wie das war hier. Schön einmal außen rum. Und irgendwo hier unten, geradezu, haben wir das Ding und können jetzt hier die Tore aufmachen. Genau. Hab den Pinguin gefunden. Und Mr. Freeze, haben Sie das Heilmittel finden können? Noch nicht. Die Lage ist schlimmer, als ich dachte. Pinguin hat einen Vorrat der Titanformel. Er hat was? Wie hat der Titan von Arkham Island runtergekriegt? Was ist hier los? Ihre Biodaten schießen in die Höhe. Nett, dass du uns hilfst, Oracle. Alfred, weih Barbara an alles ein. Natürlich. Aber... Ich melde mich. Ja, die gute Barbara ist auch wieder mit dabei. Das ist sehr schön. So, hier haben wir wieder was zum Hacken. Jurassisch. Was? Jurassisch. Da wollen wir aber erstmal nicht hin. Wir wollen erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwo was finden. Was ist hier los? Da sind ja Leute drin. Da sind ja Leute drin. Das ist ja mal gar nicht gut. Das ist doch aber nicht das einzige Tor, was jetzt aufgegangen ist, oder etwa doch? Doch, scheint so. Schade. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier hinter. Gehen wir mal Strom. Machen hier den Deckel auf. Geben noch mehr Strom. Oder auch nicht. Scheint, als dürften wir gar nicht noch mehr Strom geben. Ah, hier oben haben wir wieder was zum Rausziehen. Haben wir noch einen Ring?
Rätsel? Nö. Irgendwo noch ein Pinguin? Nö. Komisch. Na, müssen wir mal gucken, wie viel wir denn hier eigentlich erledigen müssen in dem Ganzen. Gucken wir mal. Da. Im Museum. Das haben wir hier. So. Das Museum. Da womit haben wir hier schützt Rätsel. Man sich, wenn es Kugeln hagelt? Ja, haben sich Jokers Lieblinge zu Tode gelacht? Oder einfach nur zu viel gegessen? Haben Brüder in Waffen? Brüder im Krieg? Wer ist rechts? Wer... Seh nichts Böses, hör nichts Böses, sag nichts Böses. Vor der Art und Weise, wie Pinguin seine VIPs bewirtet, zieh ich meinen Hut. Okay. Ich nicht, aber gut. So, das Ding hacken wir auch mal. Können wir den Strom nämlich abschalten. Hoffe ich doch. Jupp. Strom abgeschaltet. Perfekt, das heißt, ich kann dann auch wieder durch die Türen gehen. Hier noch irgendwo was. So, Terrors of the Day. Of the Deep. Of the Day. So, ist wieder hier Perspektive. Ah, okay. Gut, das ist aber leicht zu merken. Beziehungsweise leicht zu finden. Weg. Ja. Bleib, wo ich dich sehen kann, Batman. Du glaubst nicht, wie sehr der alte Schneemann sich gewehrt hat. Aber ich hab, was ich wollte. Na toll. Der Rest ist egal. Oh oh. Halt still, Kleiner. Nein! Oh. Komm doch, wenn du hier fertig bist, zur Iceberg Lounge, damit ich dir nochmal in den Hintern treten kann. Machen wir dann. Machen wir dann gleich. Genieß dein Bulleneis. Hier. Na. Drüben. Bitte. Na toll. Sollen wir mal gucken. Der ist verstorben. Das Eis sieht instabil aus. Ich muss langsam sein. Mir Zeit lassen. Eisdichtenscanner. Bitte, hilf mir. Uiuiuiuiuiui. Festhalten. Vor allem festhalten. Hier dürften Sie sicher sein. Vielen Dank. Gehören Sie zum 13. Bezirk? Wo ist der Rest Ihres Teams? Es waren noch zwei in diesem Raum. Pinguin hat sie eingefroren und ist dann auf mich los. Ich lief und, naja, ist wohl klar, wie es weiterging. Jo. Ich schnappe sie. Die bleiben wir hier schon. Und wärmen sich auf. Genau. So. Da gibt's ein paar unter Wasser. Da hinten haben wir noch einen. Ey, der ist schon ziemlich gruselig hier, das muss man ja mal sagen. What the fuck? Verzeih, Batman. Hab ich vergessen, meine kleine Freundin zu erwähnen? Darf ich vorstellen? Tiny. Wer hätte gedacht, dass ein großer Fisch so nützlich sein könnte? Ich jedenfalls nicht. Ist wie ein beweglicher Müllschlucker, was immer ich auch in Zwecken werfe, verschwindet. Punkt. Schön. Problem gelöst. Ja. Wo ist das hässliche Tier? Ich finde das uncool gerade, das muss ich jetzt mal echt sagen. Ja, warum schlägt der mir denn gerade vor, dass ich hier die Detektivsicht antippen soll? Was soll denn das? Da
Da hinten ist noch einer. Komme ich da ran? Da komme ich doch gar nicht ran. Oh Gott, schön leise. Schön leise. Da komme ich doch gar nicht ran. Wie soll ich denn hier irgendwas machen? Ja, schön, aber ich komme ja nicht ran an euch, Jungs. Das finde ich uncool. Gut, gucken wir erstmal hier hinter. Die verdeckten Ermittler brauchen meine Hilfe. Wenn ich sie im Eis lasse, erfrieren sie. Ja, wie denn? Da hinten gibt es auf jeden Fall noch ein Rätsel. Ja, toll hier drüben. Ja. Ich bin hier drüben. Kann ich den ranziehen? Okay. Gut, hier, na, wenn das geht, ist das natürlich nicht so problematisch. Oh, Vorsicht. So, nächsten. Ach, so kalt. Woher hat Pinguin die Waffe? Er hat sie von Mr. Freeze gestohlen. Ich hol sie zurück. Ich wollte gerade sagen, na, von wem sonst? Ich. Was für eine Frage. Bleiben Sie vorerst hier. Kein Problem, Sir. Es sind noch mehr von uns hier. Wenn Sie noch leben, dann finde ich Sie. Hast du die anderen schon gefunden? Hachi, wolltest du sagen? Gut. Hier war noch ein Teil. Gucken wir mal. War ja schwer. Das war ja schwer. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nö. So, hier muss ja irgendwo nochmal so ein Pinguin wieder sein. Ach, guck mal. Wenn man vom Teufel spricht. Shipwrecked. Okay. Also hier gibt es in diesen ganzen Ausstellungsdingern gibt's schon ein paar interessante Sachen. Oh, das ist ja wohl hier der Tiny. Oh, Mann. So, was haben wir denn hier für ein Räumchen? Oh. Sie benutzen Wärmesichtgeräte. Jeder, der eines trägt, wird in der Lage sein, mich im Dunkeln zu sehen. Na super. Keine Sorge, Mr. Cobblepot, wir haben alles im Griff. Der Anzug von Freeze ist im Kasten. Hab ihn im Blick. Das will ich dir auch geraten haben. Batman ist auf dem Weg und er sah vorher nicht gerade glücklich aus. An mir und den Jungs kommt er nicht vorbei. Meinst du? Sag den Jungs, ich lege für denjenigen, der ihn mir Leben bringt, nochmal 100.000 drauf. Sehr großzügig. Ist so gut wie erledigt. Zuhören! Pinguin will Batman lebend haben. 50.000 für denjenigen, der ihn fängt. Dann her mit dem Geld. Er gehört mir. Nicht, wenn ich ihn zuerst sehe. Ich kann es spüren. Wenn er... Mir fehlt ein Mann. Das ist nicht gut, oder? Aber ich bin mir sicher, dass mich der Rest von euch nicht enttäuschen wird. Pinguin hat... Hier drüben! Sofort! Ich habe einen gefunden! Aufwachen, hörst du mich? Wach auf!
fuck. Das war's. Wir sind erledigt. Was zum Henker machen wir denn jetzt? Was? Ihr benutzt Nebel. Lasst euch nicht von ihm erwischen. Ach. Da oben. Ich sehe ihn. Erzähl nicht sowas. Was? Okay, den was wirst du tun, wenn du dich nirgendwo verstecken kannst? Da lang! Hier ist da lang! Hallo! Schwing doch jetzt mal ein bisschen rum, du Pappnase! Er ist weg, ich hab ihn verloren! Wir müssen ihn finden! Sofort! Ich seh, was du machst! Ich seh nicht oder sowas! Jetzt? Du siehst gar nicht. Oh, du willst dich im Dunkeln verstecken? Viel Glück! Darauf ist er nicht. Wo ist er hin? Ah. Weiß jemand, was mit der Mauer passiert ist? Nö. Sie ist weg. Wie konnte so ein großes Loch entstehen? Scheiße. Muss ich euch daran erinnern, dass ich jeden Einzelnen, der mich enttäuscht, persönlich erwürge? Was ist passiert? Du kommst nicht nochmal an mir vorbei. Oh. Okay, das ist mein Tod. Oder auch nicht. Vielleicht schaffe ich es ja. Aber ich glaube, ich schaffe das nicht. Ruhe bewahren. Wir müssen uns zusammenreißen und ihn finden. Wenn wir ihn verlieren, sind wir tot. Kapiert? Das ist nicht das, was ich von euch erwartet hatte. Mir fehlen zwei Söldner und ich habe noch immer keinen Batman für die Ausstellung. Was ist hier los? Ich dachte, wir hätten dir das Sagen. Versteckst dich im Dunkeln, was? Denkst du? Hier ist nicht da drauf. Wo steckt ihr? So, warte mal. Den krieg ich. Ich sichere die Brücke. Oh, warum steht der denn noch da? Lasst mich nicht hängen. Das verzeihe ich euch nicht. Kapiert? So. Okay. Jetzt wird es langsam echt ein bisschen tricky, vor allen Dingen mit dem wenigen Leben, was ich da noch habe. Kann ich nicht so viel mehr machen. Muss ich also ein bisschen aufpassen jetzt. Was zum Teufel ist hier los? Nicht! Oh, du willst dich im Dunkeln verstecken? Nicht ist hier los. Willkommen im Geiselclub. Sie nehmen Geiseln. Ich muss unsichtbar bleiben, um sie zu retten. Hä? Hab ich das jetzt gemacht gehabt oder geschafft gehabt oder was? Womit schützt man sich, wenn es Kugeln hagelt? Ohne gesehen zu werden. Oh, I like, ey. Vor allen Dingen frage ich mich immer noch, wie ich wieder da hochkommen soll. Ist es eigentlich zu viel verlangt, dass ihr euren Job macht und ihn aufhaltet? Ich hoffe nicht. Okay. Versteckst dich im Dunkeln, was? Denkst du? Nee, hab ich nicht vor. Darauf ist er nicht. Wo ist er hin? Weg. Ah!
seid alle eine große Enttäuschung. Ich glaube, ich werde euch alle töten lassen. So, warte mal, den lenken wir jetzt erstmal ab, indem wir den hier einfach mal abschneiden. Ich will es nicht tun, wirklich nicht, aber ich tue es. Ich jag der Geißel eine Kugel in den Kopf, ich mein's ernst. Minster. So, du läufst mal jetzt schön dahinter, genau. Ah? Oh, was? Oh, Mann, ey. Schneidet ihm die Maske vom Gesicht. Ja. Yeah. Seid nicht allzu vorsichtig dabei. Okay, so. Das reicht erstmal für die Folge. Wir machen erstmal einen kleinen Cut. In der nächsten Folge machen wir hier weiter. Und gucken, dass wir das vielleicht jetzt mal ein bisschen besser hinkriegen. Also bis dann, haut rein, macht's gut und tschüss.